Capture online. Sensors online. Weapons online. Targeting computer online. All systems nominal. Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei MechWarrior 5. Ich sitze im System Kas Dach, einem industriellen Knotenpunkt vom Haus Liao. Habe den wohl mit schlechtesten Kaffee hier neben mir im Cockpit. Das muss an der Region liegen, keine Ahnung. Und wir sind ja dabei, wieder ein bisschen Geld zu verdienen. Damit wir... Ne? Also wir reden da jetzt nicht mehr drüber. Damit wir auf jeden Fall nochmal was reißen können. Ich habe die Vermutung, dass ich irgendwo hier eine Mission machen muss. In Borden vielleicht ein wenig zu schwach. In dem Bereich, na, ja, ich glaube so Richtung Glasgow ist dann das, was ich machen möchte. Ich guck mal, hier hätten wir noch eine Liao-Mission. Das heißt, wir fliegen über Overton nach hier oben irgendwo hin. Da muss ich noch gucken, wo dann da Missionen sind. Also einmal auf nach Overton. In der Zeit könnten sich da natürlich auch noch ein paar meiner Mechs reparieren lassen. Vielleicht gibt es ja da besseren Kaffee. Und dann Geld verdienen. Wir nähern uns ja dem Ende dieses Geschichtsstrangs. Mal gucken, was wir noch reißen können. So, Aufträge. 14er und auch eine 2-Missionen-Operation. Also wunderbar. Gar nicht viel Herausforderung wahrscheinlich. Kohle ist okay. Bergungsanteile, ja. Da wird wahrscheinlich nicht viel bei rumkommen, aber ich sag mal so, ne? Come on. 26, 31, ach komm, machen wir 31. Bestätigen wir. Ich werde wahrscheinlich dann mit 2 Mechs reinspringen. Extreme weather warning is in effect, Commander. You have limited visibility out there and have to contend with sensor malfunctions. Mal eben kurz gucken hier. Der Warhammer hat nach wie vor bessere Panzer und auch die besseren PPKs an Bord. Das heißt, ich werde wahrscheinlich den Warhammer auch einfach nehmen. 714. Habe ich einen 90-Tonner? 85-Tonner. Aber da fehlen Raketen dran. Da fehlt auch noch was dran. Die LBX ist durch. Nehme ich den Archer mit, ne? Bin ich 20 Tonnen drunter, aber das ist okay. Captain Go Era. Kann ich hier schon wieder eine Reparatur was machen? Ja, kann ich. So, das heißt, hier muss ich definitiv eine neue PPK einbauen. Und ich glaube, ich werde hier nicht die ultra besten PPKs einbauen vielleicht. Generell nicht mal mehr die ultra besten Waffen. Weil das sonst alles nämlich ein bisschen krass wird. So, Double Heat Sink habe ich keine mehr. Das heißt, ich muss hier so ein bisschen rumbasteln. Ist die Frage, brauche ich da auch wirklich einen zweiten Langstreckenraketenwerfer? Also im Torso noch ein extra. Oder schmeiße ich den hier rüber? Und habe dann Platz für weitere Heatsinks. Den guten gebe ich in den Torso. So viel ist klar. Warte mal. Was wäre denn? Course of Funsies? So? Das sind insgesamt 20 Schuss. Das sind 440. Weiß ich gar nicht, ob ich so viel brauche. Ach ja, ich habe 2 Kurzstrecken jetzt reingebaut, ne? Haha. Das ist das. Stimmt, ich hatte vorher nur eine. Einen von den beiden Slots belegt. Was ist denn, wenn wir Kurzstrecke 2 Stream nehmen? Als so Schrotflinten-Approach.
Und dann dafür hier nochmal Wärmetauscher. Könnte was werden, ne? Den nehme ich raus, weil Symmetrie, ich brauche das für mich. So. Guck mal. Und die Banshee hatte Probleme, da fehlte noch was, ne? Ja, bei der Banshee. Da brauche ich dann wieder eine PPK, wenn ich die haben möchte. Da brauche ich hier eine. Ja gut, eine LBX habe ich nicht mehr, ne? LB10X. Dann nehmen wir nur eine UAK. Hier muss ich Heatsinks umrüsten. Das heißt, ich brauche UAK Muni. Und Heatsinks as crazy, um die Laser auszugleichen. Scheiße. Gefällt mir gar nicht. Und den tausche ich vielleicht auch mal aus, dass ich da nicht den Ultra-Raketenwerfer drin habe, sondern baue den rein. Ja, dann sind die wenigstens wieder komplett ausgerüstet. So, jetzt aber zurück zu der Operation, die hier vor uns liegt. Und zwar den Stillstand beseitigen. Schwierigkeitsgrad 14, dürfte ich keine Probleme mitbekommen. Gucken mal, was passiert, und dieser Kaffee widert mich an. Ob ich wirklich das nächste Mal im Liao-Gebiet starte, ich weiß nicht, wenn der Kaffee dann so bleibt. Die kapellanischen nicht Milchbauern. Kaffeebauern müssen da noch mal ein bisschen üben, glaube ich. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Sichtweite? 100 Meter? Ungefähr. Das ist aber sehr intens auch. Okay. Gucken. Bringt uns natürlich der Archer nicht wirklich viel von der Sensorik. Aber das Licht ist schön da, von der Sonne. Das gefällt mir. So, Gas geben. Keine Ahnung, ob der irgendwo auf dem Berg ist oder auf dem Haus fährt. Oh, was ist das? Ja, mache ich. Du bleibst mal da stehen, bitte. Oh, irgendwie. Der Panzer da nervt ein bisschen. Das Gefühl, die PPK prallt irgendwie übermäßig oft wo ab gerade. Das war jetzt drei oder viermal schon. Als würden die Schneepartikel dafür sorgen, dass die eher abprallt. Ja, da muss ich jetzt einfach mal ins Blinde laufen. Du folgst mir bitte. Boah, das ist schon. Könnte man schon eine spooky Atmosphäre rausmachen aus dem Teil hier? Target
Okay, wo auch immer. Da hinten wahrscheinlich, ne? Ja. Ein Hanshi. Machen wir erstmal den Raketensupport neben ihm aus. Und dann gucken wir uns mal da an, wo der Dude ist. Keine Ahnung, ob er sich gerade hinter einem Gebäude versteckt oder nicht. Ich ziele mal speziell in die untere Hälfte, in der Hoffnung, die Beine zu treffen. Falls ich überhaupt irgendwas treffe. Oh, das war zu hoch. Dann stelle ich gerade fest, dass dieser Irby nervt. Mit seiner AK. Oh, vorbei. Okay. Gut. Dann ab. Nehmen wir mit eine gelbe Rauchsäule. Ist das was anderes? Ah, Ammo. Und da habe ich gerade eben noch einen Blip gesehen auf der Karte, der nach dem Mac aussah. Da. Was ist es? Noch ein Irby. Steht aber scheinbar irgendwo hinter. Müsste mein Dropship sein. Kommando. Pilot ist ausgestiegen. Okay, gut. Dann noch die letzten 300 Meter zum Evac Point. Ja, die Hitboxen von den Gebäuden sind das, glaube ich, hier speziell. Die sind komisch. Weiß nicht. Okay. Nice. Geschafft. Dann geht's weiter. Ich meine, in der Not trinkt der Teufel Fiege, aber kapellanischer Kaffee. Man könnte so ein Franchise werden, Capellan Coffee, aber irgendwie. Boah. Was tut man nicht, um vor der Arbeit wach zu werden? Okay, und Flamer. Ja, die Irbys kann ich mir beide mitnehmen. Und dann haben wir sehr viel Schrott. Aber dafür viele Heatsinks zuletzt verloren haben. Nehme ich mir mal davon welche mit. Und weil ich sie brauchen kann, vielleicht auch sowas hier. Oh, ein Heatsink zu viel dann dadurch. So. Ja, fortsetzen. Beide beschädigt, ist aber okay. Der kommt weg. Der auch. Ich überlege gerade, ob ich gleich umsteigen sollte. Ich glaube ja, ne? Pass auf. Die reparieren wir. Und dann steige ich um auf den Rifleman und steige hier um auf den Atlas. Der Probleme mit der Kühlung? Ach, der ist noch nicht ganz umgerüstet, kann das sein?
Ja, sicher. Das wird sein. Irgendwie sowas. Hümpf, könnte man auch sagen. Jägermech. Warte mal, gucke ich mir nochmal an. Battlemax? Atlas? Zerstörte. Hat er die nicht angenommen? Dass ich das umbauen wollte? Ach ne, das war der gar nicht. Das war die Banshee-Ebene. Genau. Ha, jetzt. Okay, gut. Ich habe nichts gesagt. So, müssen wir es eben umrüsten. Okay, gut. Zweite Mission. Wieder schlechte Sichtweite. Ich nehme mir meinen Rifleman. Piu, piu, piu. Und ein Jägermech kommt mit. Der ist für kurze Reichweiten besser ausgerüstet. Definitiv. Attacke. Zweite Mission für Leao. Finde und vernichte alle Ziele. Mögliche Standorte sind auf deinem HUD markiert. Head-Up-Display. Sicht ist besser als eben auf jeden Fall. Ja, machen wir. Straight up. Erste Location in 1100. Nein, Moment. Erster möglicher Zielbereich in 1000. Gerade voraus. Siebenhundertzwanzig nähern uns. Erster Kontakt. Nicht getroffen. Mögliches Ziel in 1500. Hatchetman in 300. Gezielter Abschuss auf die Beine. Wäre natürlich sexy, wenn ich den haben könnte. Hatchetman hatte ich nämlich, glaube ich, noch gar nicht. So. Axtmann erschossen. Wird gegebenenfalls geplündert. Rücken weiter vor. Trigger Discipline, wichtig. Immer wichtig. So, mögliches Ziel in 10:50. Bereithalten. Natürlich. Das reicht nicht. Locust. Centurion haben uns noch nicht entdeckt. Und da läuft noch irgendwas. Shadowhawk? Vielleicht? Treffer. Zumindest irgendwas habe ich da getroffen. Habe ich wieder irgendwas getroffen? Ja, komm. Fressig, nehme ich mit. Kein Problem. So, Centurion to go. Wie ich so richtig sehe.
läuft er rum. Treffer im Bein. Nicht, dass ich jetzt hier mit Menschen spiele und das sagen müsste, aber... Treffer am anderen Bein. Ja, nehme ich. Brace for Impact. Ein Bein weg. Treffer am Torso. Aus irgendeinem Grund Treffer am Torso. Kann ich mir nicht vorstellen, warum das so ist, wenn ich ins Bein schieße, aber hey. Ziel eliminiert. Dropship kommt. Oh, cool. Ah, ich hätte gedacht, dass einer springt, okay. Spray and pray. So geht das. Ja, ich weiß. Ich habe wieder ein bisschen viel kassiert. Das ist der Grund, warum ich mir eigentlich wünschen würde, dass man auch noch andere Rüstungstypen auswählen könnte. Panzerungstypen, so, nicht Rüstung. Aber gut. So ist das. Jetzt wird der Kaffee auch noch kalt. Uah, Leute. Oh. Hier machst du was mit. Ist ja ekelig. Okay. Ladies and Gentlemen. Show me the loot. Also, so ein bisschen möglichen. Comano und Gino. Leider nicht der Tetchetman. Das ist schade. Comano ist ein Centurion. Centurion mit Laser und sowas. Bringt mir mehr Kohle, ne? Bringt mir mehr Kohle. Nehmen wir mal so eine AK mit hier. Heatsinks. Noch zwei AKs und einmal Streak. Kurzstreckenraketen. Könnte man, ne? Okay, 6 Genamex zerstört. Zielerfassungsausrüstung. Spezialisierter Laser, der keinen Schaden anrichtet, aber die Zielzuweisung war Gegner verbessert, wenn das zielgerichtet ist. Okay. Why not? Ballistische Wärmeübertragung. Kürzeste Wärme. Okay. Gut. Gut, gut, gut. Wir verkaufen jetzt den Shurion direkt wieder. Dann kriegen die einen kleinen Overhaul. Bisschen die Lackschäden reparieren. Und dann könnten wir nach Gaifa. Oder Glasgow. Ne, nicht Glasgow. Wir fliegen nach Gaifa. Brauchen 13 Tage. Da ist der Archer dann auch wieder. Soweit. Und da kann es dann weitergehen. Mit Kohlen.
bieten die wahrscheinlich nicht zufällig irgendwas an, was Sinn macht für mich. Nee, ne? Streitkolben. Ja. Nork. Ein Tag. Keine Doppelwärmetauscher. Nein. Mechmarkt. Ein Griffin mit zwei Waffen. Also den finde ich tatsächlich immer ein bisschen schade. Von der Ausrüstung her. Den habe ich schon mal gespielt eine Zeit lang, aber ist nicht so cool, finde ich. Gut, das ist soweit alles. Habe ich noch was in der Kühllagerung? Nein, nein. Gut, wunderbar. Dann steigen wir nämlich hier in Geifer direkt bei der nächsten Folge ein. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin, keep on wargaming.